meine süße Pflanze. Mom hat dich lieb. Oh, sieh mal, das ist Fluffy. Du bist unser pelziges kleines Schätzchen. Eine Ratte! Nimm sie weg! Das ist keine Ratte. Es ist Fluffy. Wir wollen ihn behalten. Er ist so süß. Nein, wir behalten ihn aber. Entweder ihr oder die Ratte. Dad, nein! Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen ein neues Zuhause. Ein U-Bahn-Monster! Ich hab Angst. Hey Leute, ich bin Brian. Ist das eine Ratte? Ich liebe Haustiere. Das ist Fluffy, unser Hamster. Wegen ihm wurden wir rausgeschmissen. Siehst du? Wir müssen jetzt hier wohnen. Kannst du uns helfen, eine Wohnung zu finden? Wartet, ich lass mir was einfallen. Als erstes schneide ich die Wände des zukünftigen Hauses aus Pappe zurecht. Klebe eine Trennwand hinein. Ich zeichne Möbel für einen Hamster auf einen Kartonstreifen. Schneide ein Bettchen, eine Dusche, einen Tisch und einen Stuhl aus. Ich richte ein Hamsterzimmer im Obergeschoss ein. Ein zweistöckiges Penthouse für Fluffy ist fertig. Fluffy hat sein eigenes Haus. Sieh mal, er mag es. Danke, Brian. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben doch nichts. Hilfst du uns? Klar, vertraut mir. Dieser Typ ist der beste Sicherheitsdienst von Metropolis. Moment, was ist hier los? Werden die in meinem Bahnhof wohnen? Das glaube ich nicht. Paul Metropolis wird diese Hausbesetzer aufhalten. Achtung! Seht ihr dieses Schild? Welches Schild? Dieses hier. Keine Häuser in der U-Bahn-Station. Also nehmt eure Sachen und verschwindet von hier. Wir gehen nirgendwo hin. Kapiert? Ach ja? Wenn das so ist, dann sagt bald zu eurem Haus. Oh nein, nicht unser Meisterwerk. Du hast es so gewollt. Das war's. Es reicht. Verzieht euch. Guter Schlag. Das ist so gemein. Meine Zähne. Ihr werdet trotzdem dafür bezahlen. Steve. Oh, ich hab Hunger. Ich auch. Hör zu, Brian. Hast du etwas zu essen? Oh, hört das mal. Ich kümmere mich um das Mittagessen. Was sollen wir jetzt machen? Unser Essen malen? Endlich muss ich Fluffy nicht mehr um sein Mittagessen kümmern. Klebt den Pappbögen in eine Schachtel und lasst deine Seite offen. Stellt die Kartons übereinander. Das wird unser Kühlschrank sein. Schneidet Regalteile aus. Klebt sie in den Kühlschrank und legt Pappbögen rein. Klebt einen Griff an die Tür. Zeichnet eine Temperaturskala auf einen Pappblock. Befestigt einen Schalter aus Pappe. Der Kühlschrank ist fertig. Leute, zeigt mir, was ihr habt. Wir haben Bilder gemalt. Ja, nicht übel. Die bleiben im U-Bahn-Museum. Hier ist unser Mittagessen. Was? Aber das ist doch alles nur Pappe. Ist das eine glutenfreie Diät oder was? Nein, das muss nur gekocht werden. Haut ein paar Nägel rein. Macht ein Loch. Puh, kochen ist anstrengend. Klebt die Herdplatten aus Pappe an und auch Griffe für das Bedienfeld. Klebt alle Teile auf den Herd. Wie findest du dieses T-Shirt? Passt es zur Kleiderordnung in der U-Bahn? Du siehst genial aus. Also,
Es gibt gebratenes Hähnchen zum Mittagessen. Meint er das ernst? Riecht das gut. Wow! Ein richtiges gegrilltes Hähnchen. Guten Appetit. Brot auf Brot auf Brot. Ein Brotsandwich. Oh, das riecht unglaublich. Denk nicht mal dran, Paul. Ach ja, ich bin gerade dabei. Bleib sofort stehen. Wir haben geschlossen. Hey, ich werde es euch zeigen. Du bekommst kein Hähnchen, Paul. Wie steht es um die Brandsicherheit? Wasser ist eine sehr gefährliche Waffe gegen Pappe. Mein ganzes Eigentum wurde weggespült. Oh nein, unsere Küche! Wo sind unsere Kinder? Sitz da nicht so rum. Such unsere Kinder. Ganz ruhig. Wir lassen ihnen noch etwas Zeit. Sie werden bestimmt bald hier sein. Vertrau mir. Und, wo sind sie? Oh nein, die Uhr geht nicht mehr. Hast du unsere Kinder gesehen? Nein? Okay. Und du? Hast du sie gesehen? Nein? Du? Hey, hör auf zu essen. Wir müssen unsere Kinder suchen. Es ist so langweilig. Oh, Fluffy. Du hast dir etwas einfallen lassen. Sogar der Hamster hat mehr Spaß als wir. Brian, lass dir was einfallen. Du willst Spaß? Easy peasy. Schneide dein Spielcontroller aus Pappe aus. Mach zwei identische Teile. Und kleb sie auf ein Stück Pappe dazwischen. Mach dein Seitenteil aus Wellpappe und schneide den Überschuss ab. Füg Papptasten obendrauf hinzu. Und der letzte Schliff. Hier ist dein Geschenk, Susi. Und was mache ich damit? Das werde ich dir gleich zeigen. Hier ist deine Xbox und dein Wuhu-Logo. Schalt sie ein und spiel. Es ist so langweilig. Ich brauche einen Partner. Hey, willst du Schere, Stein, Papier spielen? Kannst du Gedanken lesen oder was? Oh, es reicht. Hä? Haben die dort eine Xbox? Das geht zu weit. Hey! Warum sind deren Spielzeuge cooler als meine? Das war's. Ich werde eure Geräte zerstören. Oh nein! Oh, du Spielverderber! Verschwinde von hier! Das ist dein letzter Halt! Yay! Wir haben ihn besiegt! Ich werde euer Papphaus zerstören! Warte! Hey! Immer mit der Ruhe! Ich habe etwas für dich! Hier! Ich weiß, wie sehr du dir ein neues Fahrrad gewünscht hast! Ist es für mich? Ja, Paul! Danke, Leute. Deshalb war ich vorhin so gemein, weil ich kein Fahrrad hatte. Ich fange ein neues Leben an. Ich gehe in den Ruhestand. Viel Glück, Paul. Wuhu! Sorry, hast du meine Kinder gesehen? Da sind sie. Hi, Dad. Wir sind hier. Susi? Steve? Seid ihr es wirklich? Ihr seht genauso aus, aber ich bin mir nicht sicher. Heutzutage gibt es so viele Betrüger. Hier, zieht das an und macht die Pose nach. Oh, ihr seid es wirklich. Kommt, lasst uns nach Hause gehen. Nein, wir gehen nicht ohne Fluffy zurück. Keine Sorge. Hier, ich habe etwas mitgebracht. Fluffy kann bei uns bleiben. Ist das für Fluffy? Yay! Wir fahren wieder nach Hause. Leute, vergesst nicht anzurufen. 10 Tage später.
Mom und Dad lieben jetzt Haustiere. Paul Mitropoulos hat eine Meisterschaft mit seinem Fahrrad gewonnen. Und Brian wurde der beste Pub-Sicherheitsdienst der Welt.